Moin Leute und willkommen zu Let's Play GTA 4. Bevor ich die Informationen oder alles weitere ankündige, will ich noch ganz schnell sagen, Let's Play Grand Fantasia Together ist vollständig hochgeladen. Alle 5 Parts findet ihr auf meinem Let's Player Kanal. Der Link zum allerersten Video steht schon in der Beschreibung, da müsst ihr also nur noch draufklicken. Jetzt aber zur Frage von The Shadowcat 100. Ich habe auf meinem Hauptkanal ein Testvideo für GTA 4 hochgeladen, und zwar die PC-Version. Und jetzt wurde ich von ihm gefragt, ob ich vorhabe, dieses Spiel zu Let's Playen. Direkt Let's Playen hatte ich es eigentlich nicht vor. Ich hatte mir vor, eine kleine Umfrage zu starten, wo ihr alle mitmachen könnt, und um zu zeigen, dass mein Let's Player-Kanal dafür gedacht ist, um mit euch für euch zu zocken. Und jetzt, im Großen und Ganzen würde es im Projekt eigentlich nur darum gehen, dass ich eure Wünsche annehme, was ich in GTA 4 so treiben soll. Ich gehe einfach mal von den ersten Kommentaren aus, lasse ich vom Auto überfahren, springe vor einem Hochhaus oder sonstiges. Eure Fantasie sind keine Grenzen setzt, ob ich ein Auto klauen soll, ob ich mit Bullenkarren, keine Ahnung, irgendeine Typen umfahren soll, ob ich über einen Bürgersteig langfehe, ob ich mit Geldtransporter den totalen Horror auf Autobahn anrichte. Raketenwerfer-Action, Schusswechsel, Polizeiverfolgungsjagden, das wäre dann alles, was ihr zum Beispiel auch wünschen könntet. Jeder kleine Scheiß würde ich dann mitmachen. Aber ein komplettes Let's Play würde ich jetzt nicht einfach so sagen, mache ich nicht. Ich hätte da sogar großes Interesse dran, das Spiel zu Let's Playen. Würde natürlich aber auch ein Riesenprojekt werden. Also ich glaube, unter 200 Parts läuft da nichts. Und wenn ich mir momentan mein Let's Play Red Faction ansehe, das hat in 5 Tagen 2 Aufrufe gekriegt, die ein, zwei Parts. Und jeweils ein Aufruf bin immer ich, weil ich gucke mir das ja einmal kurz an, ob das läuft. Und ich will da nicht so ein Monsterprojekt starten, wenn sich das kein Schwein ansieht. Also, wenn ihr es wirklich wollt, dass ich ein komplettes Let's Play GTA 4 mache, dann bin ich wohl bereit, dieses Let's Play zu machen. Wenn aber ihr sagt, wollen wir nicht, dann ist auch gut, dann mache ich dieses kleine Projekt, was ich gerade erzählt habe. Ansonsten würde ich das Let's Play einfach starten, wenn ich 50 Abonnenten oder 100 Abonnenten habe. Damit ich auch auf der sicheren Seite stehe, dass ich 20 Aufrufe so mindestens kriege. Das wäre dann schon nicht schlecht. Wäre auch alles. Ich hoffe, Shadowcat, ich habe deine Frage beantworten können. Ein Let's Play kann kommen, das kleine Projekt kommt auf jeden Fall, und wir werden einfach mal sehen, wie es dann so läuft. Okay.